Krisen, wohin man schaut. Trotzdem haben wir an den Börsen eine starke Erholungsrallye. Sehen wir das als Anleger alles viel zu negativ oder verbessert sich die Lage eigentlich nicht wirklich und die Erholung hat ganz andere Gründe? Willkommen bei Zukunftsmärkte. Das Geld, das bei mir reinkommt, das ist schon okay. Ich komme aber trotzdem nicht klar. Und ich habe schon viele ernste Gespräche auch geführt, wo man mir gesagt hat, wenn du nur hier und da ein bisschen sparen würdest, dann könnte es noch gut gehen. Aber um die Wahrheit zu sagen, ich habe immer nur mehr und noch mehr Geld ausgegeben, weil ich genau weiß, wenn ich nicht um mich werfe mit Geld, dann liebt mich keiner mehr. Mein Name ist Joe Biden, ich bin der 46. Präsident der Vereinigten Staaten. Die USA sind pleite, wieder mal. Es erübrigt sich eigentlich auch Witze drüber zu machen. Es ist schon bizarr genug. Sie haben wieder mal die Schuldenobergrenze erreicht. Damit sind sie im Prinzip zahlungsunfähig, wenn der Kongress diese Obergrenze nicht wieder mal anhebt. An sich haarsträubend, ist aber schon tausendmal passiert mittlerweile, sodass es eigentlich auch gar niemanden mehr interessiert. Natürlich, wenn jetzt die Republikaner wirklich blocken, und es gibt da einige, die das auch vorhaben, dann wäre das dramatisch. Es wäre der Zahlungsausfall des größten Schuldners weltweit, von dem ja die Anleihen gleichzeitig auch eine absolut zentrale Rolle spielen im globalen Finanzsystem, die immer noch der Inbegriff sind des sicheren Ankers und der risikolosen Rendite, an der sich alles fast ausrichtet. Aber am Finanzmarkt steht man erstmal auf dem Standpunkt, das wird schon nicht passieren. Es kann nicht sein, was nicht sein darf. Der Schaden wäre ja auch unvorstellbar. Allerdings, wir haben auch letztes Jahr schon einiges erlebt als Anleger, was schwer vorstellbar war und auch die Jahre zuvor. Nur wenn wir eins auch gelernt haben letztes Jahr, dann, dass viel von dem, was absolut dramatisch war und unausweichlich auch gewirkt hat, dass sich das dann doch stark wieder relativiert hat. Wie so oft eben auch. Vor einem halben Jahr haben wir zum Beispiel alle noch gedacht, im Winter geht unsere Wirtschaft unter und wir haben alle kein Geld mehr, wenn wir nicht eh schon erfroren sind in unseren Wohnungen. Jetzt ist davon keine Rede mehr und mental sind wir jetzt auch wieder hauptsächlich schon wieder bei Prinz Harry und Meghan. Ist es an den Börsen auch so, dass wir gerade eigentlich alles viel zu ernst nehmen und dass die Krise eigentlich mehr oder weniger schon vorbei ist? Probleme hätten wir ja immer noch genug. Inflation nach wie vor, steigende Zinsen, straffende Notenbanken und wahrscheinlich eine Rezession auch im Anmarsch. Trotzdem, die Erholungsrallye geht weiter. Hier haben wir den Dow Jones Index, die letzten 2 Jahre. Zugegeben, die letzten Wochen ist es da eher nur seitwärts gegangen, aber anders als viele prognostiziert haben, er hält sich und außerdem ist er ja seit Oktober jetzt so stark gestiegen, dass er nur noch 9% entfernt ist von seinem Allzeithoch vor einem Jahr. Oder noch drastischer das Ganze beim DAX, aus dem geschundenen, krisengeplagten Deutschland. Der hat sich von seinem Tief Ende September jetzt erholt um 26% und da fehlen jetzt nur noch 8% zum Allzeithoch. Und er ist ja auch im Januar jetzt weiter stärker gestiegen. Und es gibt natürlich andere Indizes, zum Beispiel der Nasdaq-Index oder so, die sind noch nicht so weit, aber die haben sich auch gut erholt in einer schwierigen Lage. Weil die Mehrheit geht ja nach wie vor davon aus, dass eine Rezession jetzt kommt. Zumindest in den USA. Da sieht man es auch an der Inversion bei den Zinsen und ja auch an den grundsätzlich fallenden Marktzinsen, trotz der Leitzinserhöhungen. Und darum haben die meisten Analysten auch gesagt, bis vor kurzem, die Börsen werden im ersten Halbjahr erstmal fallen. Aber kommt diese Rezession überhaupt und spielt es auch überhaupt eine Rolle? Goldman Sachs zum Beispiel sagen, sie kommt wahrscheinlich so nicht.
Aber trotzdem sagen auch Goldman Sachs, die Börsen werden erstmal fallen. Weil dann nämlich, wenn sie nicht kommt, dann muss ja auch die Fed ihre Inflationsbekämpfungspolitik nicht so schnell ändern. Mit anderen Worten, so oder so, es ist gerade immer noch sehr schwierig und darum irritiert ja der Anstieg an den Börsen auch so, sodass wir jetzt doch wieder mal die berühmte Glaskugel zu Rate ziehen müssen und auch sonst alle anderen schwarzen Künste bemühen müssen, die wir so haben. Und da gibt es was ganz Spezielles. Weil Sie wissen ja, die Chinesen feiern gerade Neujahr und die Investmentbank CLSA, die veröffentlicht dann jedes Jahr ihren großen Ausblick auf das neue Börsenjahr auf Basis der chinesischen Tierkreiszeichen, der Feng Shui-Index. Der ist inzwischen schon Kult, weil er nämlich auch oft gar nicht so schlecht ist. Zum Beispiel letztes Jahr, das Jahr des Tigers, sie waren, kann man hier sehen, vielleicht ein bisschen zu optimistisch insgesamt, aber die Marktdynamik, die haben sie schon ganz gut getroffen. Und zum neuen Feng Shui-Index für 2023, dazu kriegen Sie von uns einen Zukunftsmärkte-Report mit allen Prognosen da im Detail. Und die Reports von uns sind kostenlos, also tragen Sie sich einfach noch schnell dafür ein auf www.zukunfts-märkte.de. Der Link dafür ist hier auch nochmal unter dem Beitrag. Die Feng Shui-Börsenprognosen für das neue Jahr des Wasserhasen. Man kann ja über die chinesische Flora und Fauna immer nur staunen. Gratis für Sie im nächsten Zukunftsmärkte-Report. Aber wieder zurück in den schnöden Westen, wo man ja denkt, man kommt ohne solche Hilfsmittel zurecht. Wenn man die Kommentare liest zurzeit, warum die Börsen steigen, dann steht da immer, die Inflation geht zurück, also sind die Leitzinserhöhungen vielleicht bald zu Ende und vielleicht gibt es ja auch nur einen milden Abschwung, also sozusagen auch eine sanfte Landung. Das ist alles gut und schön, aber rechtfertigt das neue Rekordhochs? Beim Rekordhoch letztes Jahr beim Dow, da war das US-Wachstum annualisiert bei 6,9% und der Leitzins war bei 0. Heute gehen wir von einem Anstieg beim US-Leitzins noch aus auf mindestens 5% und wahrscheinlich gleichzeitig von einer Rezession. Das passt also nicht wirklich. Es gibt aber noch einen anderen Aspekt. Ich habe den auch schon in meinem Jahresausblick erwähnt vor ein paar Wochen. Die Analysten, die waren für dieses Jahr extrem negativ. Man sieht es hier auch nochmal schön in einer Grafik von Bloomberg. Die Prognosen für die Entwicklung vom breiten S&P 500 Index. Die sind also im Durchschnitt wirklich erstmals seit Jahrzehnten davon ausgegangen, dass der Markt fallen wird 2023. Und die Begründungen dafür, die waren schon auch stichhaltig. Die muss ich jetzt hier auch alle nicht alle wiederholen. Ich bleibe aber bei meiner Aussage von damals, wenn so gut wie alle, die am Markt was bewegen, sagen, im ersten Halbjahr werden die Börsen nochmal deutlich fallen und sich dann allenfalls im zweiten Halbjahr wieder erholen, dann ist es schon sehr, sehr unwahrscheinlich, dass es auch wirklich so kommt. Und die großen Institutionellen, die waren letztes Jahr im Herbst stark untergewichtet. Und sie haben sich dann im vierten Quartal wieder ein bisschen eingedeckt. Sie haben sich wieder ein bisschen neutraler gewichtet. Und die Hedgefonds haben auch Short-Positionen wieder abgebaut. Das hat dann auch die Erholungsrallye verursacht oder zumindest mitverursacht. Aber trotzdem haben sie unterm Strich die Rallye verpasst. Sie sind nämlich jetzt immer noch untergewichtet. Und speziell in US-Aktien, da sind sie sogar extrem untergewichtet. Das hier ist wieder von Bloomberg aus der neuen Umfrage der Bank of America unter den Großanlegern. Der Anteil von denen, die sagen, sie sind übergewichtet in US-Aktien, der ist so niedrig wie seit 2005 nicht mehr. Und darum kann man sagen, sie haben dafür sicher gute Gründe. Aber auf der anderen Seite, das Beharren darauf von allen Seiten, dass es in den USA jetzt nochmal abwärts geht an der Börse, das kann man natürlich auch interpretieren in gewisser Weise als Hilferuf von denen, die jetzt dringend nochmal einen Rücksetzer brauchen und eine günstige Einstiegsmöglichkeit.
Normalerweise ist also so eine starke Untergewichtung ein Faktor, der die Börsen stützt. Und wenn sie dadurch jetzt weiter steigen sollten, dann wäre es auch noch nicht mal abwegig, dass die, die da der Rallye jetzt hinterherlaufen müssen, den Dow sogar auf ein neues Allzeithoch treiben und solche Dinge. Aber eben nicht zwingend aus Überzeugung und auch nicht auf Basis von der fundamentalen Lage. Und darum bin ich der Meinung jetzt, dass man der Rallye jetzt nicht auch noch panisch hinterherrennen muss. Es kann sich alles schnell wieder relativieren. Im Moment, da werden wir beherrscht von diesen Zinswende-Fantasien und von diesen Soft-Landing-Fantasien. Das kann aber nach der ersten Fed-Sitzung am 1. Februar auch schon wieder vorbei sein. Das muss da nicht vorbei sein, aber es kann. Und darum, ich gehe insgesamt davon aus, dass dieses Jahr doch eben nochmal eine Korrektur auch kommt, nur nicht unbedingt in der Reihenfolge, die jetzt alle prognostiziert haben. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass nochmal niedrigere Kurse kommen, die ist bei vielen Aktien, denke ich, schon relativ hoch, meiner Meinung nach jetzt. Und es gibt aber wahrscheinlich noch einen Grund für die Erholung in den letzten Monaten. Und zwar, nach 40 Jahren Börsenrallye, da denken wir ja alle, wir wüssten, was normal ist an der Börse. Und ich habe auch das Gefühl, es hat sich festgesetzt in den Köpfen, dass die Börsen zwar, wenn es ganz schlimme Nachrichten gibt, dass sie dann natürlich fallen, aber sobald die Nachrichten ein bisschen weniger schlimm sind, dass sie dann auch schon wieder automatisch steigen müssen. Weil sie steigen doch im Grunde immer. Sonst würden wir ja auch nicht auf die 6 bis 8% Durchschnittsrendite pro Jahr kommen, die uns unser Bankberater versprochen hat. Aber es gibt eben auch Zeiten, in denen Aktien nicht steigen. Zum Beispiel hier von 1965 bis 1980, der S&P 500 Index in Blau. Die Grafik ist von Reuters. Das waren Zeiten, das war für die Aktienanleger jetzt vielleicht nicht katastrophal, aber verdient hat man jahrelang nichts, weil gleichzeitig die Zinsen stark gestiegen sind. Das ist das in Orange. Und die Rallye seit 1980, die fällt eben zusammen mit Zinsen, die von einem sehr hohen Niveau aus jetzt jahrzehntelang immer weiter gefallen sind. Und das hat Aktien attraktiver gemacht. Es war gleichzeitig auch ein riesiges Konjunkturprogramm und es hat zusätzlich gerade den reichen Staaten auch eine irrwitzige Verschuldung ermöglicht. Und jetzt sind wir aber eben möglicherweise an einem Punkt, wo das alles nicht mehr so geht. Auch wenn die Notenbanken jetzt die Inflation stoppen würden, was ja überhaupt noch nicht feststeht. Aber das Ganze war jetzt auf jeden Fall ein Warnschuss. So geht's nicht weiter. Und damit sind wir auch wieder bei der US-Verschuldung. Das Defizit da, das ist letztes Jahr zurückgegangen, aber die USA haben auch im letzten Fiskaljahr immer noch ein Defizit gehabt von 1,4 Billionen Dollar. Das sind 5,5% vom Bruttoinlandsprodukt da, die zusätzlich ja auch in die Wirtschaft geflossen sind. Man kann sich, denke ich, gut vorstellen, wie ohne diesen zusätzlichen Zufluss das US-Wachstum ausgesehen hätte letztes Jahr. Und das im Jahr der Erholung von der Corona-Krise. Und die hohen Energiepreise, die haben ja auch die USA nicht im Ansatz so stark getroffen wie Europa. Die US-Konjunktur hängt an Schulden wie der Junkie an der Nadel. Die Neue Zürcher Zeitung, die hat das in einem sehr guten Artikel neulich bezeichnet als finanzpolitische Verwahrlosung. Und aus dem Artikel ist auch die Grafik hier. Die US-Verschuldung, und zwar nicht absolut, sondern im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt. Aber auch daran, auch an diesen Exzess hat man sich ja irgendwie gewöhnt. Aber er ist natürlich auch mit ein Grund für die Aktienüberrendite, die wir ja alle für Gott gegeben halten. Aber im Grunde all das ist längst nicht mehr haltbar. Und jetzt sind wir wieder mal an einem Punkt in den USA, dass ein paar verrückte Republikaner im Kongress das Weltfinanzsystem umkippen könnten wie einen Apfelkarren. Sie werden es wahrscheinlich am Ende nicht tun. Aber trotzdem, das Thema ist natürlich schon sehr ernst und wir haben meiner Meinung nach auch ein großes Demokratieproblem im Moment, das auch schlimmer ist als
diese ganzen Fake News und diese ganzen Dinge. Wir haben eine politische Kultur im Westen, in der es anscheinend kaum noch möglich ist, dass Regierungen unpopuläre Dinge tun oder sagen, weil wenn das Geld nicht mehr fließt, dann werden sie einfach auch nicht mehr geliebt und dann sind sie weg. Das Problem haben wir hier zum Glück nicht. Wir werden ja geliebt für unsere gratis Zukunftsmärkte-Reports. Nächste Woche dann, wie gesagt, zum Feng Shui-Index der Investmentbank CLSA. Denken Sie daran, dass Sie sich noch dafür eintragen auf www.zukunfts-märkte.de. Alles Gute Ihnen. Dankeschön fürs Zuschauen.